So, dann begrüße ich euch zurück zu Voice of Cards. Und ja, wir sind im Wassertempel und... The wall itself opens up like a door, revealing a room behind it. You wonder if this is where the water and monster from earlier were hiding. Wahrscheinlich. Ja, und besser hätte ich es nicht sagen können. Wir wollen hier die Prüfung zum Mikro für Fila machen. Blaue Stele. Mag blaue Stele. Is shaped like the Azure Spirit, guardian of the Isle. Okay, there sag. Are no words. The Stela is shaped like the Azure Spirit, guardian of the Isle. This one doesn't seem to be booby-trapped. Okay, das, also ist keine Falle dran. Und auf der anderen steht nichts, wurde gesagt. This door has been passed through for the ocean trials many a time. There are no words carved into it. Der Weg zu mir ist frei, okay? You hear a mysterious voice echoing in your head. And then the door opens, as if inviting the maiden in. Okay, die Miko wird reingebeten und Visa ist auf der Rettermobile in Fulda. Da wünsche ich dir viel Spaß. Okay. Ja, dann gehen wir mal zum Naturgeist. The Stela is shaped like the Azure Spirit, guardian of the Isle. It exudes a divine air. Okay. Jeder auch? The Stela is shaped like the Azure Spirit. Guardian of the Isle. There are traces of words, but they're illegible. Okay, die Worte kann man nicht mehr lesen. In Ordnung. You stand before the altar, where the ritual will take place. Grateful for helping her pass the ocean trials, Fila speaks to you and your allies one by one. We always had the best conversations, she tells Laddie with a smile. Laddie returns the gesture. Das ist lustig, weil Laddie ja nicht reden kann. Thank you for showing me a strange new world, she says to Lack, who blushes ever so slightly. Finally, the Azure Maiden turns toward you with an earnest look in her eyes. Protect Laddie. She tells you. Na, ich habe das Gefühl, sie wird nicht mehr zurückkommen. Ja, aber wir beschützen sie natürlich. Ja, Marie. Seeing that you mean it, Fila gives a relieved smile. Before the ritual, the two hold each other without a word. Sharing in their mutual warmth. The scene before you almost breaks your heart. It's as if the two are saying their final farewells. Ja, ich glaube, das ist auch der Fall. Fila climbs atop the altar, and the maiden's relic begins to shine, as if responding to the altar. Amidst the dazzling light, the Azure Maiden turns to you and speaks. Danke für alles, was ihr für mich getan habt. With those words, Fila transforms into light and journeys to where the spirit dwells. Okay, sie löst sich in Licht auf und geht dorthin, wo der Geist wohnt. Warum kann unser Geist dann zu uns kommen? Das ist die große Frage, wenn sie sich auflösen muss und opfern muss, um in das Reich des Geistes zu kommen. Ich glaube immer noch, dass er nicht wirklich der Naturgeist ist, sondern irgendwas anderes. Und das bedeutet, sie hat sich jetzt im Prinzip geopfert, wenn wir genau sind. Das gefällt mir nicht.
Her ceaseless smile remains on her face until the very last moment. The tears on her cheeks, however, tell a different story. Zählt das unter Menschenopfer für das Wohle der Insel für die Geister? Ja. Clatters to the altar. The ritual is over. Silence fills the room. Fila, the Azure Maiden, is gone. The sacrificial maiden's ritual, conducted to protect the island, has claimed her. Ja, hier steht's nochmal ein bisschen deutlicher, als er es gesagt hat. Langzeit dämmert es dir, dass sich bei der Mikro-Zeremonie um ein Opferritual handelt, mit dem das Leben einer Mikro zum Schutz der Insel geopfert wird, ja. You shift your gaze toward Lati and wonder if she embarked on this journey knowing this harsh truth. Die Frage ist, ob sie es überhaupt machen will. Also da bin ich eher jetzt beim Bürgermeister und würde sagen, lass einfach mal nicht machen. Eine lachende Stimme. A voice breaks the silence. Er lacht. Endlich ist sie weg. The Azure Attendant's spiteful laughter reverberates throughout the room. Neither you nor Lati can hide how shaken the man's sudden transformation has you. You had expected sadness, not this. Ja, warum? Warum wird er jetzt so komisch? Was stimmt mit ihm nicht? Das ist die Frage. Das sind ganz unangenehme Vibes aus anderen Kultzirkeln, ja. Was soll das heißen? War das, was er getan hat, alles nur gespielt? Was sagen wir? Trauerreaktion, das glaube ich nicht. Wir sind hier immer noch in einem Roleplay. Ich glaube, uns steht ein Kampf bevor. Die Frage ist, was wollen wir sagen? Abgesehen von reiß dich zusammen, Mann. Ach Mann, zum Teufel mit dem Realismus. Hören Sie auf, Realismus in mein Spiel zu bringen. Keiner sagt was, dann sage ich jetzt, was soll das heißen? Your voice quivers as you ask. Hyde doesn't hesitate to answer your fearful question. Er hat jetzt gesagt, er zögert nicht zu antworten. Hyde tells you that the village forced him to be the maiden's attendant, regardless of his wishes. Okay, aber die waren doch zusammen. Ich meine, die hätten doch nicht ein Paar sein müssen, nur weil er ihr Wächter ist. Attendants must follow the village customs and continue to serve the spirit summoned by the maiden during the ritual for their entire lives. Ah, okay. Becoming an attendant forced him to give up on his childhood dream of becoming an accessory craftsman. Ja, okay, das alte Problem, wenn man zu irgendeinem Beruf gezwungen wird. Because of that, he abhorred the Azure Maiden from the bottom of his heart. Ja, aber die kann ja nichts dafür und immer noch. Er hätte ja nicht mit ihr zusammen sein müssen.
Und ich meine, es hätte bestimmt auch andere Wege gegeben, nicht den Job zu machen. Even so, he continued to play the role of the smiling lover that Fila desired. Aber warum? Es macht keinen Sinn. Hyde raises his fist overhead to smash his couple's charm. Indelibly stained with his deep-seated feelings of hatred. Ist aber nicht nett. But he cannot bring himself to throw it down. Na, da immerhin. Die Stimme eines jungen Mädchens. Das ist aber ein schöner Talisman. Machst du auch einen für mich? The words of the sprightly young Azure Maiden echo in his mind. Though he should have hated her. Ah, er sieht doch nicht he had been bewitched by her magical smile. Aha. The cries of the Azure attendant, filled with both hatred and sorrow, reverberate through the halls of the Seabed Temple. Er ist sich nicht sicher, ob er traurig sein soll oder glücklich. Forever and ever. Oh, für immer und ewig. Heißt es, er bleibt da unten? Blau Miko war neckig und schön zugleich. Ihr Getreuer hingegen war besonnen und stets verlässlich. Verliebt verbrachten sie ihre Tage in Harmonie. Ihr gemeinsames Abenteuer. Gab dem Miko die Kraft, ihr grausames Schicksal zu akzeptieren. Am Altar auf dem Meeresgrund erlosch ihr Lächeln in der tobenden Gischt. Woraufhin ihr Getreuer die Abscheu offenbart, die er für sie empfand. Die Schreie ihres Leidens hinterließen tiefe Spuren und mehr konnte ich nicht lesen, es ging zu schnell. Die Geschichte der blauen Miko. Die ist jetzt fertig. Jetzt müsste das nur auch noch singen. Dann wäre ich noch langsamer, dann käme ich gar nicht mehr hinterher. Die Prüfung und Zeremonie des Meeres gaben den Worten meiner Freundin Bedeutung. Latis bewahrte Erinnerungen an Freundschaft in ihrem Herz. Ihr habt Folgendes erhalten. Blaue Erinnerung. Hyde says, leave me be. Your group leaves him and re-emerges from the depths of the sea. Okay, wir haben den jetzt echt auf dem Meeresgrund gelassen. Laddie grips Fila's maiden's relic in hand. The Azure attendant entrusted it to you to help you on your journey. When you parted ways, Hyde informed you that there was rumored to be... Rumored. When you parted ways, Hyde informed you that there was rumored to be a hot-blooded maiden in Hero's Dominion on an isle in the Western Ocean. Hat jemand die Sounddatei nicht richtig geschnitten? Habt ihr das gerade mitgekriegt? Er hat abgesetzt, weil er nicht richtig den Satz zu Ende gekriegt hat. Hat nochmal neu angefangen, dass man da einen klaren Cut setzen kann. Und die haben es einfach vergessen. Aber ich fand, beide Versionen klangen sehr professionell. Also wir haben jetzt die Reliquie bekommen, die wir jetzt auch benutzen können, die uns Hyde anvertraut hat, und wir haben herausgefunden, dass im Land, also er hat uns gesagt, dass im Westen ein Land ist, der Krieger. Forlornly at the maiden's relic, and your group returns to your journey. Auf eurer gemeinsamen Reise kommen Lati und du euch näher. Okay, wir haben jetzt die Combo Donnerschlag. Ja, und die Gruppe wird neu zusammengestellt. Geht zum Schiff, das im Südosten verankert liegt.
Karten, ja, die Rückseiten der beiden Charaktere. Ich würde gerne da nochmal rüber. Oder kann ich einfach so rüber jetzt? Hier spukt es doch bestimmt. Ja, ich möchte trotzdem im Schiffswrack suchen. Geht das jetzt? Nee, darf ich immer noch nicht. Ist aber lustig, dass ich hier einfach... Okay, hold up. Dass ich da einfach so rüberspringen kann. It appears the sea has undergone a change while you were adventuring with the Azure Maiden. Okay. The route to the Western Seas has opened. Now you can look for a way onto the isle where the Maiden lives. Okay, das Meer hat sich verändert. Nein, ich will nur zoomen. Das heißt im Westen, aha. Da sagt man doch im Westen nichts Neues, aber im Westen gibt's was Neues. You can't go into an island while you're still on your ship. Okay, hier kann ich jetzt durch. Eine große Schatzkiste schwimmt an der Meeresoberfläche. Wenn du die Hand danach ausstreckst, könntest du sie erreichen. Ja, machen wir natürlich. Der Deckel öffnet sich und es ist... Aus der Schatzkiste springt plötzlich ein Monster hervor. Es scheint dort drinnen ein Nickerchen gehalten zu haben und es ist ganz und gar nicht erfreut über die Störung. Mist. And fight. Setz eh gleich wieder so einen AOE-Move ein. Froschlied. Ah, der kann uns versiegeln. Das ist der Zustand Siegel. Dieser Zustand bewirkt, dass das Ziel keine Skills einsetzen kann, die Juwelen verbrauchen. Fies. So, die machen wir alle fertig. War wohl nichts mit AOE, nee. Kein Froschaufschnitt. Aber gleich. Oh, irgendjemand kocht hier und es riecht echt nicht schlecht. Ich will auch was haben. Gebt mir was ab. Nachdem ihr das Monster erledigt habt, schaut ihr ins Innere der Schatzkiste. Ihr findet etwas, das sich auf eurer Reise nützlich erweisen wird. Ein Gegengift. Das ist doch schön. Ich wollte aber mal gucken. Ich habe hier den Donnerschlag, den könnte ich eventuell für den Dreifachangriff rausschmeißen. Sie lasse ich mal, wie es ist. Ach nee, ich wollte noch die Ausrüstung. Gehe zum Fenster und rufe laut, ich möchte was vom Essen abhaben, was da gerade gekocht wird. Habe ich schon gemacht, Bisa. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Und es hat bisher noch niemand gesagt, dass ich darf. Und seine Ausrüstung darf ich nicht ändern. Ah.
Ja, das ist auch nicht änderbar. Mit wem kann ich das denn dann ausrüsten? Ach, mit ihm kann ich es ausrüsten. Ja, aber das ist jetzt nicht besser als unser Übungsspeer, muss ich sagen. Da gefällt mir der Speer besser. Jetzt gibt es ja wieder so viel zu erkunden. Diese Krabben halten zu viel aus. So, jetzt machen wir mal den Donnerschlag. Ach, das ist gar kein AOE. Okay, das ist nur Single Target. Okay, und das eine Vieh rennt weg. Ja, ist ja eh paralysiert. Kann ich eigentlich auch das da erledigen. Ich finde, dieses Magnificent klingt immer so abschätzig. Nicht mal der Blitzschlag ist stark genug. Okay, das ist echt viel zum Erkunden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so viel freikriegen. Don't hold back. Vor allem, weil wir ja schon viel von der Map kannten. Excellent. Ja, hau den falschen Naturgeist. Ja. Alles verfehlt. Na gut, dann heile ich ihn aber mal. Dann ist der zumindest wieder fit. Ja, der versiegelt uns wieder, aber ist egal, der hat eh nur noch 4 Leben. Das sind wahrscheinlich draußen die Froschschenkel, die jetzt auf dem Ofen sind. Na, der könnte dringend noch ein paar Level-Ups gebrauchen. I don't know what it is, but there's just something so relaxing about this. The sound of waves, ja. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Insel. Das war ein Monster. Kennen wir ja schon die Geschichte. Stop right there.
Möchte mir alles ansehen. Also ich möchte gucken, ob da irgendwo noch ein Schatz oder irgendwas ist. And fight. Was bist du denn? Auf jeden Fall gute Mausweichen. Und 19 Angriff. Vielleicht hätte ich die lieber erschrecken sollen, aber ich glaube nicht, dass die Angst kriegt. Zumindest nicht durch mich. Oh, magischer Angriff. Au. Unhalbierender Angriff. Erst recht au. Ich hole eine Ladung. Und dann versuche ich die nochmal zu zersäbeln. Und dann heilen wir nochmal. Also das war gerade schon relativ anspruchsvoll als Kampf für so einen normalen Encounter. Du hast ein Item gefunden. Oh, welches wollen wir? Leute, Mitte, rechts oder links? Was darf sein? Ich höre einmal rechts. Ich höre einmal Mitte. Höre ich sonst noch was? Beim Bisa gehe ich erstmal mit Bakura, beim nächsten Mal darfst du dann. Ah, rechts war gar nicht so schlecht, haben wir einen mittleren Heiltrank. Panzerkrebsbedingungen haben wir erfüllt. Ich denke, das wird nicht die letzte Kiste sein, die wir finden. Hoi, me. It's like you can feel the sea breeze. Okay, das sieht doch nach einem versteckten Schatz aus. Also, so von der Struktur her. Blöd ist, ich muss jetzt eigentlich weiter heilen. Excellent. So, mit dem Großschnitt beide zersäbeln. Ja, mit so einem Crit geht das. Da machen wir hier den Demon Slayer. Auch wenn das eine Vieh leider noch lebt. Au! Das hätte jetzt nicht sein müssen. Impfenwurm hat die Rückseite gekriegt. Ein Wrack. You discover a shipwreck. You climb aboard and begin searching for anything useful. Oh, Bad Gold. Now that I think about it, you say,
pulling the voyage log out of your bag and looking at the map. It's just as you expected. This is the shipwreck you read about in the voyage log. As you peer further in, you see a door that likely leads to the treasure hold. Oh, Schatzkammer, ich habe an das Logbuch gar nicht mehr gedacht. You recall the log mentioning the treasure hold becoming a den of monsters and turn to your comrades, urging them to be prepared for what may lie ahead. Ja, komm, die machen wir auf. Receiving a steady nod from your allies, you quietly unsheath your sword and open the door. Gucken wir mal, was in der Schatzkammer sich eingenistet hat. Ach, das ist doch nix. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So ist richtig. Und wir kritten doch sowieso alles weg. Magnificent. So, dann nochmal eine Heilung. 8 Leben, 8 Leben, 5 Leben. Da heilen wir ihn erstmal voll. Ich glaube, sie wird eh demnächst wieder ein Level aufsteigen. Natürlich verfehlt. Wie hätte es auch anders sein können, aber die verfehlt auch. So, Feierabend. Good work. The treasure hold is a mess, but you spot a single unscathed chest among the wreckage. You decide to take its contents as a reward for your collective bravery. Ein Ritterharnisch macht uns langsam, aber gibt ordentlich Defense. When you return to your vessel, the shipwreck sinks silently into the sea. Okay, das Schiffswrack ist weg, aber wir haben Zeug gekriegt. Dann ist das andere bestimmt auch auf irgendeiner Map erwähnt. Kann ich es ihr geben? Oh, sie kann den Ritterharnisch tatsächlich tragen. Dann kriegt die den mal, dann hat sie nämlich mal eine ordentliche Verteidigung. Und zurzeit würde ich eher den Blitzschutzring statt den Wasserschutzring nehmen. Da verliert sie zwar wieder eine Verteidigung, aber kriegt ein bisschen mehr Leben dazu. Ein Feind greift an. Bringen Sie ihn rein. Und sogar 3 Feinde. Und die Verteidigung von allen Kämpfern ist erhöht. So, Nummer Uno ist down. Der da rennt weg, solange er noch kann. Oh, nicht die Krebsscheren. Ich hasse die Krebsscheren. Die kosten so viel Leben. Magnificent. Selbst kritisch war das nicht genug. So, da kann sie sich auch mal selber wieder heilen. Ich hoffe ja darauf, dass die Krabbe mal ihren Wurf versaut. Oder einfach so angreift, genau. Eigentlich hätte ich eine Ladung für den Donnerschlag machen sollen.
Ja, ich sag ja, Letty ist kurz vor einer neuen Stufe und hat Dualwiderstand gekriegt. Dunkelschaden wird um 5 verringert. Und Raki hat auch eine neue Stufe erreicht. Der hat Wunderstich, verursacht Schaden und versetzt das Ziel 4 in einen zufälligen Zustand. Crit regelt alles. Ja, Crit ist in diesem Spiel übertrieben. Also man hat ja wirklich durchgehend Crits. Ah, the great open. Also ich weiß nicht, wie hoch sie da die Crit-Chance eingerechnet haben, aber sehr hoch. Don't hold back. Komm, auf den da setze ich mal so einen Wunderstich ein. Mal gucken, was für einen Zustand er kriegt. Wasserverteidigung runter, na gut. Naja, zum Glück hat das Froschgequake nicht funktioniert. So, mal wieder alles zersäbeln. Auch wenn es leider nicht alles erwischt hat. Ja, jetzt hat sie natürlich den Wasserschutzring nicht dabei. Wagt er wieder? Nee, er möchte nochmal für einen Schaden hauen. Das ist okay. Nutzt die Gelegenheit und heilt sie gerade wieder. Magnificent. So, und dann einmal den Frosch zersäbeln. Ich will auf jeden Fall die ganze Map aufgedeckt haben. Erhöht Wasserschaden aller Kämpfer, ja. Don't hold back. Warum nicht auf die mit der Blitzresistenz? Jetzt muss ich ja den Fisch weggrillen. So, wir probieren mal einen Wunderstich. Vielleicht kriege ich Paralyse oder sowas oder gar nichts. Okay, da ist das Wildwasser, da komme ich nicht vorbei. Steckt mir hier mal so eine Route ab. Um unsere Kriegerinsel. Ja, Letty hat den Blitzschutzring, der macht das nix. Excellent. Aumspucken, okay.
Blitzresistent runter. Ja, an sich eigentlich wurscht, ne? Das da ist nicht so wurscht. Und nicht mal die Krabbe kriegst du tot. Lady, mach dich mal wieder fit. Ja, das tut weh. Ja, komm, dann gerade mit dem Donnerschlag erledigen. Teamwork makes the... Lähmungsschlag. Ja, könnte auch gut werden. Nehme ich jetzt aber mal für den Anfang noch nicht rein. Gattentext von Sirene erfüllt. Wie weit geht's denn hier noch? Und das Schlimme ist, dass viel lebt noch. Nee, ich heil. Ist mir jetzt egal, dann soll's halt irgendwen greifen. Der ist so lowlife, der muss geheilt werden. Ja, mit dem Crit hätte ich auch die Sirene erwischt. Ja, alle ein bisschen angeschlagen. Aber das passiert halt. Captain ist dabei. Solange sie nicht zerschlagen sind, geht's doch, ja. Magnificent. Okay, der Schlag war jetzt nicht so mächtig. Ich benutze meine Selbstheilung. Oh, gut, dass ich es benutzt habe. Das hat wehgetan. Wir halten uns so halbwegs über Wasser. Ja, ich habe jetzt eigentlich auch eine 6 gehofft. Aber es reicht. So, Captain. Windresistenz runter. Ja, Wind habe ich gerade. Ich mit ihm, ne?
sie muss ja auch demnächst mal heilen, aber dann erledigen wir das Vieh jetzt erstmal. Okay, der ist zumindest Level up, dann sollte der wieder mal volles Leben haben. Einer weniger, den ich heilen muss. Sogar verfehlt, perfekt. Komm, jetzt einfach wegritten. Nicht gekrittet, aber ziemlich weggehauen. Komm, ich warte jetzt einfach drauf, dass wir Level abkommen. Dann ist das ja auch eine volle Heilung. Das zählt auch. Ich weiß gar nicht, was Letty noch fehlt fürs Level Up. Okay, hier scheint aber wieder Land zu sein und es war gerade ein Heiltrank. Den fangen wir natürlich auf. You gladly accept it as a gift from heaven. Bin mal gespannt, wie lange wir mittlere Heiltränke noch tragen können, bevor wir die benutzen müssen. Okay, wieder eine Kiste. Die fischen wir natürlich wieder raus, egal was drin ist. Etwas reflektiert die gleißenden Sonnenstrahlen. Unter einer leichten Schmutzschicht, die gewiss dem Meereswasser zu verdanken ist, kannst du einige Münzen erkennen. Ja, nicht viele, aber immerhin ein paar. Und noch ein Ereignis. Und da schießt wieder so ein Monster raus. Das zerschlagen wir natürlich. Nehmen uns die Goldmünzen von dem Monster und freuen uns. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles aufgedeckt. Das heißt, jetzt können wir tatsächlich die Insel betreten. Your journey across the sea has taken you to the West Isle. Okay. On the West Isle, you will hear the tale of a maiden in red. Ja, wir erleben jetzt die Geschichte der roten Miko. Very well then. Prepare to go ashore. Marma. The West Isle's parched, russet-colored expanse greets you. The bones of weaker travelers strewn about it, as both welcome and warning. Okay. Sind wir gespannt. Die Geschichte der roten Miko. You dock your ship at the pier and set foot ashore. Laddie takes a deep bow in the direction of the Bon Vent, as if thanking it for safely delivering everyone to land. No. You consult your navigation map once more to confirm your location and resolve to head through the gorge toward Hero's Dominion. Ja, schauen wir mal. Geh den Steg der West, vom Steg der Westinsel durch das Tal ins Land der Krieger. Ich finde, so rote Erde sieht auch tatsächlich immer sehr, sehr cool aus.
you come across an open-air stall. A sign reads, huge sale. Okay, huge sale. Ja, dann gehen wir mal an den Stand ran. As you peer into the stall, a merchant whirls around to greet you. He explains that everything is on sale, and he hopes you'll buy something. It seems he'll get in trouble with his boss if he brings back any goods unsold. Okay, muss alles verkaufen, sonst kriegt er Ärger mit der Chefin. Ja, dann gucken wir doch mal, was er da so hat. Items haben wir ja eigentlich noch ein paar Platz. Was hat er denn sonst noch? Fluchtzustand auf Lebenselixier ist mir eigentlich auch relativ wumpe. Nee, will ich nicht. Ich will sehen, was er sonst noch hat. Resistenzen. Also so ein Wiederbeleber finde ich immer geil, aber der kostet halt ein Vermögen. Wir besitzen zwei. Ich will mal gucken, ob er Ausrüstung hat. Hat er nicht. Nee. Nee. Dann nehme ich einen Wiederbeleber. So, ein Hexerstein finde ich auch eigentlich immer nützlich. Wir nehmen mal einen mit. Kostet jetzt ein bisschen was, aber das ist jetzt halt so. The peddler is closing up the stall to head back to his boss. See you another time, he says. You cannot shop here anymore. Okay. Er packt jetzt die Sachen wieder ein, aber das ist in Ordnung. Wir haben alles, was wir brauchen. Es passiert wieder was. Hat er seinen Laden wieder aufgemacht? You have found something on the roadside. You look where she is pointing and spot a small drawstring pouch lying on the ground. Okay, ein kleines Beutelchen. Inside the pouch is a simple but beautiful necklace. Laddie's eyes light up at the sight of it. Okay. Was werdet ihr tun? Ich leg mal den Anhänger Lady an, oder was meint ihr? Lisa, du solltest doch entscheiden. Legen wir Lady das Ding an oder gehen wir einfach? Anhängen. You gently place the necklace around Laddie's neck. Ein schlichter, aber hübscher Anhänger getragen von Led. Though she initially looks confused, when you say, it looks nice on you, her cheeks flush slightly and she smiles. Da wichtig ist, im Menü kannst du das Item schlichter Anhänger überprüfen. Okay. Es wird wahrscheinlich noch relevant werden, das Ding. Wahrscheinlich gehörte der roten Maiden und wir müssen ihn ihr zurückgeben, damit sie uns unterstützt oder sowas. Fortune favors the bold. So, ich weiß, die haben eine Windschwäche. Das sind nämlich genau die gleichen aus dem ersten Teil. Lady kriegt ihn nicht kaputt. Dafür kriegen wir jetzt auf die Schnauze. Steht ihr sicher gut? Bestimmt. Okay, Rückseitentext von Goblin. Unten sieht so nach Sackgasse aus, da gehen wir zuerst hin. Mit dem Ereignis. A thief appears. The brigand points at Laddie's simple necklace and yells, "Give that back." He continues, insisting in a rather courteous tone. That necklace was something I stole from an accessory shop in Heroes Dominion. Aha.
In Heroes Dominion hat er das Ding geklaut. As the thief would have you believe, he pilfered the bauble from the shop and then dropped it in the midst of his escape. He grabs for it and tries to wrench it off Laddie's throat. You've no choice but to fight to defend your ally. Ja gut, dann kämpfen wir. Hätte er nicht gesagt, dass es geklaut hat, hätte ich es ihm sogar wiedergegeben. Fight him off. Jetzt kann er eh nichts Anständiges machen, weil er ein Seehund ist. Also heilen wir uns. Oh, nochmal eine Selbstheilung drüber. So, da sind wir doch wieder gut und dann können wir ihn auch wegboosten. Lady dürfte eh wieder bald Level Up sein. Die hatte schon, glaube ich, länger keins mehr. You look down at the thief, splayed flat on the ground, and say a few words of admonishment. If you take anything away from this, let it be that you should stop plying the pilfering trade. Ja, ganz ehrlich, der sollte vor allen Dingen nicht so blöd sein. Also ganz ehrlich, wenn du schon was geklaut hast, dann solltest du nicht sagen, oh, gib mir das. Ich habe das geklaut und dann verloren. Er hätte ja einfach sagen können, ich habe es verloren. Ja? Dann hätte ich sagen können, okay, wenn du es verloren hast, dann will ich nicht so sein, nimm es zurück. Aber zu sagen, ja, das habe ich geklaut und dann habe ich es verloren, das ist doch dumm. Wer fällt denn da drauf rein? Ganz ehrlich, da muss man schon ein bisschen blöd sein. The brigand seems to regret what he's done and cries back. Please listen. I want to return the stolen necklace to the shop I took it from. Okay. Jetzt haben wir die Entscheidung. Er sagt, er will den Anhänger zu dem Shop zurückbringen, dem er es geklaut hat. Er hat so gewirkt, als ob es ihm ehrlich leid tut. Was meint ihr? Bin ich auf euch angewiesen. Das ist bestimmt nur ein Trick, sagst du? Was meint der Rest? Nee, nicht übergeben. Okay. Ihr seid dafür nicht so. Words alone will not let you trust this wayward larcener. You choose not to hand over the neck. However, the thief does not give up. Practically bawling at this point, he makes a tear-filled appeal. I just want to make up for the wrongs I've done. Jetzt holt er uns die Ohren voll. Bleibt ihr dabei, ihm das nicht zu übergeben? Ich glaube auch, ist es ein Trick. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube nicht, dass es die klügste Entscheidung wäre, ihm das Ding zu geben.
Ja, ihr bleibt dabei, okay. Wir geben es ihm einfach nicht. Okay, es ist eine Endlosschleife. Wir müssen es ihm übergeben. You believe the thief's tears of regret are genuine. So you take the simple necklace from Laddie and hand it over. The thief bows his head deeply and then heads off in the direction of Hero's Dominion. You happen to look down and spot a dingy charm on the ground. It seems the thief dropped it as he left. Okay. Gehört dem Räuber, der den Anhänger zum Schmuckladen im Land der Krieger zurückbringt. On the back of the charm is a child's writing. Daddy, do your best at work. Okay. Kind of prone to dropping things, isn't he, you utter, somewhat flabbergasted, as you slip the charm into your pack. Okay, wir haben den verschmutzten Talisman erhalten von dem Dieb, der ständig irgendwas verliert. Und wir finden wieder 600 Gold. Okay, hold up. Ja. Wollte nur hier rüber. Ist halt doof, dass der Ziehenknopf derselbe Knopf ist, mit dem man springt. Und ich kann halt, sonst müsste ich halt auf Tastatur umswitchen. Verdoppelt die Erfahrung nach einem Sieg. Das ist doch mal ein Wort. Dann will ich einen Großschnitt einsetzen. Ich hab gehofft, wir kritten. Und hauen einfach einen direkt weg. Die hatten, glaube ich, Resistenz gegen Blitz. Deswegen baller ich jetzt erstmal den Mushroom weg. Oder auch nicht. Recht damit. Hat eh eine Schwäche dagegen, also. Ja. Und ich will ja möglichst viel Erfahrung kriegen. Laddie ist immer noch nicht Level up. Angriff aller Krieger erhöht, okay. Damit lässt sich doch arbeiten. Fortune favors the bold. Den kriegt selbst Lady kaputt. Oh, der darf zuerst. Naja, die dürfte eh gleich Level up sein, hoffentlich. Das ist ein guter Wurf, ne? Aber dafür gekrittet. Nee, immer noch nicht Level up. Na gut, Leute. Aber jetzt haben wir so eine schöne Wegverengung, dass ich den Part beenden würde. Ihr lasst ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Voice of Cards. Bis dann, euer Wolf.